Horror, was denn sonst? Wir sind live auf Twitch, kommt gerne vorbei. Und jetzt meine kleine Information an euch da draußen. Ich habe natürlich auf die YouTube-Kommentare gehört. Die haben sich nämlich massenweise beschwert, dass das hier die Atmosphäre killt. Ich möchte nochmal betonen, wir machen hier keine YouTube-Aufnahmen in dem Sinne, dass ich ein Let's Play nur für YouTube aufnehme, sondern das sind Mitschnitte aus Twitch. Die regulären Spendensounds sind jetzt während diesem Horrorspiel entfernt worden und es gibt nur noch unheimliche Gruselsounds. Ab 10 und ab 50 Euro habe ich eingestellt. Warum jetzt so eine Riesenmenge, du gieriger Bastard? Weil, wenn ich das ab 2 Euro einstellen würde, ich glaube, wir würden Jumpscare-Sounds in Dauerschleife hören, ja? Sonst würden hier dauernd nur noch Jumpscare-Sounds kommen. Für 1000 Bits gibt es einen Sound und für einen Sub gibt es so ein gruseliges Lachen. Wahrscheinlich hören wir ein gruseliges Lachen auch in Dauerschleife. Aber na gut. Jetzt sind wir hier gestrandet. Was? Was? Die kann hier rein? Warum? Geh weg! Geh weg! Jesus! Wo ist Jesus? Jesus, beschützt mich! Alter, ist doch nicht dein Ernst, Jesus! Okay, ich muss unbedingt, ich muss gucken, dass ich... Wie kriege ich den Strom wieder an? Wie kriege ich den Strom wieder an? Ja, aber wenn ich die Donations und alles rauslasse und mit dem Chat nicht mehr interagiere, dann muss ich auch nicht streamen. Dann habe ich nämlich so einen Stream, wo ich davor sitze und einfach vor mich hinspiele und nichts mit der Community mache. Ja, und wenn ich dann auch auf Spenden und alles nicht eingehe, ich finde, das ist... Das, Dankeschön für die 10 Euro. Ich finde, das ist halt kein Livestream... Verflucht! Spiel! Ich finde, das ist halt kein Livestream mehr. Ja, ich will ja auch Livestream-Feeling. Okay, wie komme ich in den Keller, wo man den Strom anmachen muss? Hier geht's runter, aber nicht in den Keller, ne? Oder? Oh Gott, es war eine doofe Idee, diese Sounds anzumachen. Dankeschön, Emax. Ich komme hier nie wieder weg. Leck mich doch mit deinem Geklingel. Alter, no way! Ich werde sowas von sterben hier. Ich weiß nicht mehr, wie man in den Keller kommt. Okay, war das jetzt im Spiel oder war das von mir eingestellt? Ich kann nicht mehr meine eigenen Sounds unterscheiden. So, ich habe ordentlich Pillen genascht. Wie kam man nochmal in den Keller? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mich... Diese Spiegel und so, die haben mich komplett irre gemacht. Hier war ein Rätsel. Dankeschön für den Sub, Tim. Okay, warte mal. Ich lasse das hier fallen. Hau mir einfach das hier rein. Hau mir wieder Pillen rein. Jetzt bin ich wieder hier. Wo war das? Wo war der Weg in den Keller? Das ist alles so verwirrend. Jetzt bin ich wieder hier. Hier ging es ja... Hier ging es ja zu der Tuse. Alright. Ja, ich muss das nochmal laden. Also das ist echt... Warte, hier ist die Küche. Von der Küche ging es hier auch nicht weiter. Oh Gott! Oh Gott, da ist sie ja schon wieder! Mein Gott, die macht mich fertig, die Alte! Ich finde den Weg nicht in den Keller. Hier drüben ist ein Spiegel. Vielleicht muss ich den Spiegel zerschlagen. Hier ist alles zugenagelt. Von oben. Von oben, stimmt. Ich glaube von oben. Die Treppe hoch. W
War das irgendwie ein Weg? Moment, wo geht's hier lang? Oh Gott, die Alte macht mich kaputt. Die Alte macht mich wirklich kaputt. Moment, wo ging's hier nochmal? Hier ging's nicht in den Keller, ne? Hier ging's nicht in den Keller. Nein, hier. Nee, absolut kein Grund dahin. Shiroma, dankeschön. Mein Verstand nimmt rapide ab. Ich weiß nicht mehr, wie ich in den Keller komme. Hier ist das Kinderzimmer offen. Die macht mich jetzt kalt. Die macht mich kalt. Ich komme hier nicht raus. Sackgasse. War mal hier. Oh, das ist gut für meinen Geisteszustand. Dass sie hier aber nicht reingekommen ist. Was habe ich denn hier noch alles? Dieses Kurbelding, den Kompass. Wo ist dieser Stromraum? Wo ist dieser Stromraum? Okay, hier sind Spiegel. Ich brauche den Hammer. Hier ist ein Safe. Wow, sie macht die Tür wieder zu. Komm schon, Alter. Jetzt wieder richtig am Durchdrehen. Oh Gott! Georg, guten Abend. Ich finde den Weg in den Keller nicht. Ich finde den Weg in den Keller nicht. Ich werde nie wieder da rauskommen. Findest du bei der Garage? Bei der Garage, wirklich bei der Garage. Okay, warte, ich hole mir nochmal. Also, die Brechstange kann ich im Moment vergessen. Fegen wir uns mal Pillen rein. Bei der Garage ist der Weg, sagen die Leute. Hier ist ja schon der Weg zur Garage. Hier ist jetzt... So, jetzt geht's hier hin. Muss ich hier durch? Die Tür mit der Drehung. Ah ja, 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 ja. Oh Gott. Die hab ich die ganze Zeit übersehen. Dabei die Alte im Nacken. Ey, das Haus ist aber auch verwirrend. Ich hoffe, Strom kann man easy anknipsen, weil sonst kriege ich jetzt einen Rappel. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Jetzt muss ich noch einen Stromraum finden. Das ist auf jeden Fall der Keller. Das ist der Stromraum. Oh nein, wo kriege ich denn den Schlüssel her? Wo zum Geier kriege ich den Schlüssel her, Freunde? Okay, wir machen mal ein bisschen Licht. So.
Wo kriege ich den... den Schlüssel her? Ist da eine Leiche drin? Nee. Vom Schlüsselraum. Huh, nicht schlecht. Ey, ich habe keine Ahnung. Man hat halt auch gar keinen Hinweis, ne? Man hat überhaupt gar keinen Hinweis. Wo der verdammte Schlüssel sein könnte. Guck mal hier, ich muss ins Lager. Ich muss unbedingt ins Lager. Hier ist das Lager. Ich brauche den hier. So, Feuerzeug mal weg. Ohne Feuerzeug sehe ich gar nichts. Cool. Ich kann mir hier eine Kerze reinhauen. Weißt du was, das mache ich. Komm, hier war doch irgendwo eine Kerze noch. Give it to me, baby. Kann ich die anzünden? Nope. Gar nicht, ich muss ja nur hier hinlegen. Dass wir das Feuerzeug nehmen. Steck die Kerze da rein, geht das? Ja. So. Wo ist mein Hammer? Ah, hier. Kabams! Oh, fuck, Alter. Wer geht denn da rein? Welcher Idiot? Kubitrix, dankeschön. Komm ich hier nicht rein? Doch. Dankeschön. Einhorn-Diebe, du hast... Oh Gott, ich muss da unten durch? Ach du heilige Kacke. Du hast eine Menge verpasst. Wir haben neue Jumpscare-Donation-Sounds. Für 10 und 50 Euro Spenden. Neue Cheer... Sounds ab 1000. What, ein Kreuz? Ich gehe mit meinem Kreuz. Und mein Kreuz mit mir. What the heck? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Das ist so ein weirdes, gestörtes Spiel. Warte mal hier. Ich habe ich doch noch. Funktioniert sogar hier. Nee, erst seit 20 Minuten ungefähr. Seit wann es die neuen Sounds gibt? Ja, seit jetzt. Extra für Horrorspiele. Okay, was bringt es, Jesus hier raus zu angeln? Jesus ist mein Kumpel. Er wird mir helfen. Blutiges Messer. Okay, was bringt mir das blutige Messer? Kann ich damit die Alte abstechen? Das wäre so schön. Kann ich das Kreuz hier so drüben? Yes! Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Alter, was? Echt jetzt? Sag mir bitte, dass ich die behalten darf. Oh, yes, baby.
Ist es ein Traum oder? Was? Nein! Da. Aber ey, ich ja. Aber. Okay. Ja, so viel zum Thema, ich bin ein Genie. Naja. Geil. Ich hab eine mega geile Waffe. Hammermäßig. Hammermäßig. Und ich hatte schon Hoffnung, dass wir heute richtig shooten und gewinnen und sowas, aber. Tja. Wohl eher nicht. Sir Schwingelot, guten Abend. Wie komme ich jetzt da raus? Ha, so schon mal nicht. Oh no. Waren wir hier schon? Ja, hier ging es ja zu Jesus hoch, oder? Ja. Ich habe das Messer bekommen. Ich bin da rüber und die Shotgun war fake. What now? Was? Kann ich das nicht mehr... Das bleibt hier hängen? Das ist weg, oder wie? Oh, das bleibt hier hängen. Okay, ich habe diese doofe Shotgun gefunden. Was ist, wenn ich da runterfall? Ich glaube, ich springe einfach ins Loch. Weil hier ist ja nichts. Oder kann ich den Sarg irgendwie aufschlagen? Da drin ist die echte Shotgun. Nee. Na dann. Cool, jetzt bin ich wieder hier. Moment, also es war ein reiner Troll. Die Shotgun war ein reiner Troll. Wow. Das ist echt... Das ist echt super. Heißt, wir sind offiziell wieder hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Stromschlüssel ist. Wo ist der Stromschlüssel? Das ist die große Frage. Oh nein, mein Geisteszustand baut schon wieder ab. Ist das hier Dunkelheit? Ist doch Licht. Hm, denken wir mal nach, wir haben jetzt ein Messer. Was können wir mit dem Messer machen? Was können wir mit dem Messer machen? Also irgendwo muss es diesen verdammten Schlüssel geben. Wenn ich jetzt aber hier... Alter, nee. Nee. Alter, nee. Ich geh da nicht rein. Ich... Oh Gott. Ich speichere. So. Okay, let's go. Ich habe keine Angst. Sir Schwingelot! Mach mich nervlich nicht kaputt. Dankeschön. Gott, 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 wo lang? Wohin? Was ist der Sinn?
bin ich ja wieder hier. Hier ist der Raum. Hier sind die Kerzen. Wo ist der Schlüssel? Ich dreh durch. Oh, das Feuerzeug ist so gut wie leer. Muss doch irgendwo ein Tipp sein, wo dieser scheiß Schlüssel ist für diesen Raum. Warte, was? Gerade ist nicht der Zeitpunkt, um da weiter zu suchen. What? Please, what? Nee, warum denn nicht? Warum? Yo! No, 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 no! Oh no, ich will nicht! Ich bleib hier, ich bleib hier. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Okay, wo finde ich diesen Schlüssel? Kannst du gerne machen, Titanhunter. Okay, ich tanke jetzt hier nochmal Energie. Wie viele Pillen habe ich denn noch? Da drüben ist doch auch Licht, oder nicht? Okay, hier unten ist schon mal kein Schlüssel. Das wissen wir jetzt. Hat sich jemand den Weg nach oben gemerkt? Ich auch nicht. Doch, hier! Na? Hier irgendwie. Nach unten war oben, nach oben war unten und so ein Quark. Okay. Alright. Miss Missy, guten Abend. Oh nein, das zählt auch als Dunkelheit. Ach, scheiße. Bin ich hier nicht sicher? Ist das nicht irgendwie... Kann ich hier nicht ein bisschen... Okay, ich hau mir jetzt nochmal Pillen rein. Das waren meine letzten. Okay, die Orientierung halten im Spiel, ne? Nach oben. Wo ging's nach oben? Das ist Garage. Irgendwie bei der Küche oder so ging's doch nach oben, oder nicht? Aber hier ist noch... Ach, drauf geschissen. Ich geh mal runter. Wird schon schief gehen. Hauptfeldwebel. Dankeschön für die 500 Biberbits. Oh, Kacke. Ich sehe halt... Funktioniert nicht? Oh Gott, wo muss ich da rein? Was ist das hier? Hm. Moment, jetzt habe ich ein Bild. Kann ich das hier hinhängen? Was? Moment, er macht's automatisch hin, oder wie? Okay, okay, was hat das hier zu bedeuten?
Was hat das zu bedeuten? Vielleicht die Bilder, die da vorliegen. Können wir das Rätsel überhaupt jetzt schon lösen? Ja, kannst du, sagt der Chat. Man kann das lösen, aber ich sehe gar keinen Hinweis, nichts. Wo ist hier ein Hinweis? Geräusch. Irgendwas piept da hinten. Okay, irgendein Muster. Warte mal, was haben wir denn hier? Spenden für PayPal sind 10 und 50 Euro, die angezeigt werden. Also wir haben hier die Maske, die Braut. Vielleicht muss von jedem eins hin. Das hier, das haben wir doppelt. Dann haben wir hier auch. Moment mal. Boah. Hier hängen 4 Bilder. Hier können wir 3 hinhängen. Warte mal, sind die immer in der... Die Braut ist hier... Okay, das Gesicht ist hier anders. Und hier ist diese Fratze. Aber hier ist ja auch völlig anders. Das Einzige, was gemeinsam ist, sind die beiden hier. Die sind nebeneinander. Müssen die auch ausgetauscht werden oder nur die 3 hingehangen werden? Das ist jetzt die große Frage. Das ist die große Frage. 3 hinhängen. Und, nein. So, ich lege ich nochmal hier hin. Okay, wenn das irgendeine Reihenfolge, irgendein Muster hat und sich hier wiederholt. Dann fehlt aber das hier, dann ist ja das hier nicht korrekt. Warte mal. Haben wir ein Gesicht? Haben wir den hier? Ne, haben wir gar nicht. Was ist das denn hier? Kommt dir irgendein Bild nicht bekannt vor? Mir ein Bild bekannt vorkommt. Ey, die Rätsel in dem Spiel sind nicht so easy. Das erkenne ich halt so schlecht. Was ist das überhaupt? Das ist das hier. Ein Bild, das mir bekannt vorkommt. Ja, dieses hier haben wir schon gesehen. Dieses hier haben wir schon gesehen. Es werden Spenden für PayPal angezeigt ab 10 und dann ab 50 Euro. Ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt drunter machen würde, hätten wir dauernd Jumpscares. Alles andere habe ich jetzt mal abgestellt. Ich werde es vielleicht noch optimieren, das System. Ja, das gibt es dreimal, aber dreimal dasselbe? Nee, oder?
Skylander, dankeschön. Ich kann... In dem Zimmer scheint mir so wirklich gar nichts weiter zu helfen. Also muss ich ein anderes Zimmer finden, wo ich das Muster sehe, was ich dann hier unten reinhauen muss. Mir privat natürlich wird das angezeigt. Ich kann jede Spende natürlich nachgucken. Das ist klar. Das kann ich machen. Moment. Hier sind noch ein paar Bilder. Ist da irgendein Hinweis hinten dran? Nee. Müssen wir eventuell die... Dankeschön, Phantom Crow. Dankeschön. Vielleicht müssen wir die da hinten kopieren, dass sie so aussehen wie hier. Ich lege die Bilder nochmal weg. Also die Rätsel hier in dem Spiel kriegst du nicht geschenkt. What? Ey. Na, nicht schlagen. In dem Raum befindet sich kein Muster, was mir weiterhilft. Ja, aber das andere ist ja ein anderer Raum rein theoretisch. Ja, ich verlasse jetzt hier den Raum und sehe ja dieses Muster hier. Oder irgendwo im Haus hängt ein 3-Bilder-Muster. I don't know. Jetzt bin ich wieder oben. Feuerzeug bitte hergeben. Oh, hier ist eine Kerze. Nice. Hier geht's hoch. Wo war denn das Arbeitszimmer von dem Dude? Die klemmt. Oh, no. Ich muss zu meiner Kerze. Alter. Wenn die Alte bimmelt, ist die Hölle. Ich gehe nicht ran. Wir kaufen keine Kekse. Yo. Zeri, ich habe das heute erst eingestellt. Ich muss das alles noch ein bisschen optimieren. Ich nehme die einfach mal mit, die Kerze. Steck sie oben rein. Ich gehe nicht hin. Vergiss es, Oma. Moment, habe ich jetzt überhaupt die Kerze? Habe ich denn da eingesammelt? Ist ja gar keine Kerze. Wir kaufen nichts. Habe ich jetzt keine... Ist denn die Kerze? Die ist so hell. Okay, nochmal ein bisschen Geisteszustand tanken. Kerze mitnehmen. Sie macht das Radio an, ich gehe kaputt. Angenehmer. Viel, viel angenehmer. Beschütze mich, Kerze. Ich hätte viel mehr... Kacke, dass man so wenig Platz hat. So, wo ist das Arbeitszimmer? So, irgendwo hier auf der Ebene. Hier ist das Kinderzimmer. Direkt neben dir. Das hier ist das Arbeitszimmer?
Oh Gott! Scheiße, Dankeschön für 10 Euro, Dankeschön. Meine Fresse, mach das doch nicht in so einem Moment. Was habe ich da eingesammelt? Eine Limo? Kann ich nicht mitnehmen? Ja, aber die geht aus. Mach die mal hier hin. Ich brauche unbedingt mehr Feuerzeuge. Negan, kill him. Kills Michael, dankeschön. Alter, ich hab den Stromschlüssel. Da ist ja noch ein Spiegel. What the? What? Alter, was hat die Alte denn hier alles getrieben? Scheiße. Kann ich irgendwas mit dem Messer machen? Oh Gott, Alter. Mach dir jetzt auf. Holy shit, was hat er verloren? Kleiner Schlüssel. What? Geht der hier? Oh shit, Alter. Eine Audiokassette und ein Teil vom Mobile. Oh, Dreck. Warte, nein, 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 mach das mal auf. Geht das auf? Oh, fuck. Was hat sie denn hier getrieben? Was sind das? Ist das Blut? Also, ich meine, im Sinne von, wie nennt man es denn hier? Ja, Bloodpacks halt, ne? Krank. Wow! Ich muss dich warnen, ich hab einen Hammer. Hey. Ist er weg? Infusion, Transfusion, ja. Das war das Wort, das ich gesucht habe. War hier nicht mal Licht? Oh Gott, warum? Warum? Hier habe ich einen von denen. Was soll ich damit machen? Was kann ich damit machen? Alright. Hier drüben haben wir auch noch diesen Safe. So, wie komme ich jetzt am besten... Komme ich jetzt am besten hier wieder weg? That's the big question, my friend. Wir hängen mal das hier noch hier schnell hin. Fehlen immer noch zwei. Es fehlen immer noch zwei. Ich brauche mehr Feuerzeuge.
klemmt. Toll, hier gibt's keinen Weg. Okay, hier gibt's keinen Weg. Wie komme ich da am besten runter ins... Ich muss ja wieder in dieses Bad, ne? Das Badezimmer. Wo war das Badezimmer nochmal? Dieses Haus, ich krieg hier keine Orientierung rein. Ah, hier. Hier, oder? Moment, hier ist noch ein Spiegel. Ich gehe rein, kann ja nur schlimmer werden. What? What? Funktioniert hier nicht. What? What the fuck? Shit! Okay. Haben die Uhren irgendwelche Hinweise? Ich lande immer wieder hier. Ich gehe rückwärts, das ist der Trick. Was ist wirklich? Moment, was ist wirklich? Ich sehe nichts. Greifen. Ich sehe die scheiß Tür nicht. Oh Gott! Feuerzeug geht hier halt nicht. Doch, jetzt geht's. Oh, was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein... Mach die verdammte Tür auf! War das überhaupt das Badezimmer mit dem Loch? Das war gar nicht das Badezimmer mit dem Loch, ne? Okay. Ich muss wieder zurück in den Keller. Und ich weiß, dass man in den Keller kommt. Gang neben der Garage. Oh Gott, dann muss ich wieder runter. Moment, ich hänge jetzt hier noch. Ich höre mir mal noch die Kassette an. Das interessiert mich. Die können wir hier hören. Die kenne ich nämlich noch nicht. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. Oh, no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? For the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Der arme Mann, ganz ehrlich.
Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gehört, oder? Einer von den beiden. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Ja, der war ganz schön am Arsch, der Mann. Die Alte ist komplett durchgedreht. Also... What the fuck? Oh, Mann. Uff, die will mich echt fertig machen, ne? Okay. Die weint da unten. Das Ding mit. Jetzt hier und hier. So, ab geht's. Gleich ist wieder der Strom an. Gleich wird alles gut. Wir haben es gleich im Griff. So. I'm back again. Okay, hier war der Stromraum. Please. Please. Mach doch das Ding auf! Oh, Gott sei Dank. What? Jetzt sag nicht, das haut mir die Sicherung raus jetzt. Okay, ich habe ein neues Feuerzeug, ich habe Pillen. Brauche ich einen Kompass noch oder ist der... Ist der wertlos? Okay, wir haben ein bisschen Licht. So. Gut. Was war eigentlich das hier für ein Raum? Ist das der Tunnel? Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Gut. Licht. Licht, Licht, Licht. So, das Badezimmer bringt mich wieder nach oben. Das war der Weg nach oben. Und jetzt lösen wir das Rätsel mit den Bildern. Hey Jesus, da bin ich wieder. Ich bin's, dein bester Freund Kies. Ich bin angespannt.
Warum gehen die ganzen Licht... Okay. Ich war schon kurz vor dem Verzweifeln und dachte jetzt so... Jetzt gehen ja auch alle Lichter nicht mehr, oder wie? Oh, angenehm. Richtig angenehm mit Licht. I like this. Warte, wo bin ich jetzt? Hey, ich hab Licht! Ich muss den Weg wieder nach oben finden. In diesem irren Labyrinth. Durch die Küche war das irgendwie, ne? Alter, die macht mich fertig! Oder bist du das, Mikrowelle, ha? Huh? Erstmal zumachen. Okay. Sarah. Wo ging's da nochmal lang? Für was war der Raum nochmal wichtig? Oh Gott! Das Radio! Können die Nachbarn nicht mir helfen? Hey, Nachbarn! Das klemmt. Geil. Geschmolzenes Gesicht. Bisschen weniger geschmolzen. Okay. Da haben wir auch nochmal Bilder, ne? Ne, da haben wir keine. Ha. Geschmolzen, bisschen weniger geschmolzen und noch mehr Gesicht. Das war doch hier bei diesem Arbeitszimmer, oder? Nee. Hier war die Leiche. Wo bin ich denn da nochmal hin? Ich sag, hier gibt es viel zu viele Ecken. Wo war nochmal der Rätselraum? War der hier? Nee. Oder war der unten? Ah, warte mal, hier ist auch noch ein Spiegel. Ne, das war doch der Raum. Das war der Raum hier. Kann man hier noch irgendwas machen? Hat dieser Raum hier noch irgendeinen Sinn? Was habe ich da nochmal bekommen? Eine Kassette, mehr nicht. Kann man das irgendwie lösen? Aber wie? Oh Gott! Ey, ich dachte, die kommt hier hinter mir. Dankeschön für 1000 Bits. Okay, ich verstehe diesen Raum nicht. Also irgendein Laufmuster wird es hier wohl geben. Aber welches, ne? Ich lande immer wieder hier. Ich bin jetzt mal in jede Richtung gegangen. Es hat sich quasi... Es hat sich nichts verändert, oder? Ha.
Uhr hat gar nichts im Uhrzeigersinn. Die Uhren haben sich auch nicht verändert. Die Mitte. Keine Ahnung.